euch, wie ihr das Tulpenarmband machen könnt. Bevor ihr anfangt, die Gummibänder über den Lumpen zu spannen, beachtet, dass der rote Pfeil von euch wegschaut. Dann nehmt euer erstes Gummiband und spannt es vom allerersten Stift nach links. Dann von der Mitte nach vorne, von der Mitte nach rechts, von links in die Mitte und von rechts in die Mitte. Dann nehmt ihr eure nächste Farbe und spannt das Gummiband vom zweiten Stift in der linken Reihe quer über den Lumen. So. Dann nehmt ihr wieder diese Farbe und spannt sie vom zweiten Stift in der mittleren Reihe nach vorne. Jetzt wieder nach links, nach vorne, nach rechts, in die Mitte, quer und nach vorne. Das macht ihr jetzt bis zum Ende des Looms. Das letzte, nach links, nach vorne, nach rechts, in die Mitte, in die Mitte. Und jetzt, bei diesem letzten hier, macht ihr keine grünen Gummibänder. Ihr lasst es einfach so. Dann nehmt ihr ein Gummiband. Ich nehme das, was ich hier vorhin genommen habe. Gebt es auf die Finger, so. Macht es zu einer 8. Gebt es zurück auf die Finger. Und spannt es auf den letzten benutzten Stift. Dreht den Blumen um, sodass der rote Pfeil zu euch schaut. Dann nehmt ihr euren Haken und lumpt dieses rote Gummiband hier von der Mitte nach links. Dann dieses rote Gummiband nach rechts und das mittlere nach vorne. Dann nehmen wir dieses hier in die Mitte und das letzte in die Mitte. Jetzt blumt ihr dieses Gummiband her nach vorne. Und bei diesem Quergummiband ist ein bisschen tricky. Da nehmt ihr euren Haken und löst das Gummiband von dem Stift und gebt es auf den mittleren Stift hier. Von hier zu da. Und auf der Seite auch. So. Diese Schritte macht ihr jetzt bis zum Ende des Looms. So. Von der Mitte nach links. Von der Mitte nach rechts. Von der Mitte nach vorne. Von links in die Mitte. Und von rechts in die Mitte. So, jetzt nach vorne, von der Mitte nach vorne. So, jetzt von links in die Mitte, drunter und von rechts in die Mitte. Und die letzte von der Mitte nach links, von der Mitte
rechts, nach vorne, von links in die Mitte und von rechts in die Mitte. Und fertig sind wir mit den Blumen. Jetzt steckt ihr euren Haken in den letzten Stift, nehmt euch ein Gummiband, gebt es auf den Haken, zieht den Haken durch, dann gebt das andere Ende drauf, dann holt ihr euren C-Clip, so, gebt den Haken raus. Jetzt könnt ihr euer Armband abziehen. So.